wohl perfektionistisch der Perfektionistin. Ihre Wohnung, ein blitzblankes Mädchenparadies. Ihr Look, ach, Sie sehen es ja selbst. Ihre Sucht, putzen, polieren und alles perfektionieren. Also ich mag diese Seiten an sich nicht. Mehrfach kontrolliert Kelly ihr Make-up und ihre Haare in diversen Spiegeln. Immer wieder wird nachgelegt. Sie schottete sich immer mehr ab. Ihre Arbeit musste die gelernte Kindergärtnerin aufgeben. Zu stark waren ihre Zwänge. Ihre Heimat im nordenglischen Dorf Trimpton. Und schon bei der sieht es so viel besser aus. Vielleicht hat dieser Perfektionismus ja dazu beigetragen, dass Kelly einen Misstitel nach dem anderen abgestaubt hat. Aber dieser Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Seit ich angefangen habe, bei Misswahlen mitzumachen, wurde ich von vielen Leuten hier im Ort gemobbt. Sie sagen einfach richtig mieses Abstellen. Online wird ihr Hang zum Perfektionismus deutlich. Jeder Shot sitzt. In puncto Posing macht Kelly so schnell keiner was vor. Ja, ich habe eine Signature, immer wieder Flusen auf, die wohl kein anderer wahrnehmen würde. Alles voller Fussel. Ich würde verzweifeln, wenn jemand ins Haus käme und es wäre nicht 100% sauber. Ich wäre am Boden zerstört. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich bin dreckig. Die Blondine aus Social Media. Sucht man ihren Namen bei Facebook, tauchen alleine 6 verschiedene Fanpages auf. Darauf erfährt sie sehr viel Lob für ihren offenen Umgang mit der Zeit. Und mehr als 30 Stunden in der Woche verbringt Kelly durchschnittlich damit, ihre Wohnung zu putzen und polieren. Ihr Bett wird allabendlich parfümiert. Ich will in einem duftenden Bett schlafen. Zu groß ist die Angst vor den Blicken der Nachbarn.